die Rixdorf hier im Hafen. Das ist ein ehemaliger Eisbrecher gewesen. Und hinten haben wir dann noch die Sirius, einen ehemaligen KFK-Kutter, einen Kriegsfischereikutter. Dieses Schiff, nebenbei gesagt, steht auch zum Verkauf. Das können Sie erwerben für 80.000 Euro. Ja, wenn Sie Langeweile haben, ein bisschen Geld über, da können Sie sich frei entfalten. So, voraus, auf der rechten Seite, da sehen wir Lübecks neueste Errungenschaft, die neu erbaute Wassertreppe, muss ja Lübeck unbedingt haben, war ja lebensnotwendig. Über 8 Millionen Euro hat das Teil gekostet. Tja, leider lang die Stufen nicht bis ins Wasser. Da war vorher das Geld alle. Aber dafür hat man drei gelbe Leitern angebracht. Die gab es im Baumarkt zum Sonderangebot. Und die lagen wohl noch im Budget. Voraus sehen wir die 1892 erbaute Drehbrücke. Diese Brücke kann man wasserhydraulisch 10 cm anheben und 64 Grad zur linken Seite schwenken. Damit ist das Ein- und Ausfahren großer Schiffe gewährleistet. So, bei dieser Brückendurchfahrt bitte unbedingt sitzen bleiben, nicht dass wir auf der anderen Seite ohne Kopf wieder hervorkommen. Das sieht ja dann blöd aus, wenn Sie ohne Kopf umherlaufen. Außerdem, wenn es wieder mal regnet, regnet es um rein und Sie bekommen nasse Füße. Hinter der Brücke auf der linken Seite befinden sich die Mediadocks. Das sind alte Lagerstätten gewesen. Dort wurden damals die Güter aus der Schifffahrt eingelagert. Heute ist dort ein Medienzentrum, ein Restaurant, weitere Büros sowie ein niederlassendes norddeutsches Rundfunksunternehmen. Haben wir hier auf der rechten Seite den Schuppen 6. Das ist eine ehemalige Reeperbahn. Hier haben damals die Rebschläger ihre Taue, Trossen und Seile hergestellt. Nach so einem ähnlichen Gebäude ist ja auch die berühmt-berüchtigte Reeperbahn in Hamburg auf St. Pauli nach benannt worden. Dann sehen wir hier rechts voraus eins der wenigen letzten